Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Xiaomi Box in der Variante Januar und Februar 2023. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese Box hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Xiaomi Box ist eine Beauty Box, die vegan und tierversuchsfrei daherkommt, alle 2 Monate erscheint, 23 oder ab 23, 33 pro Box kostet. Und ich darf eine Box von euch verlosen, weil ich eine Kooperation habe. Ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Und weil ich eine Kooperation habe, gibt es auch noch einen Code. Mit Claudi10 kriegst du 10% Rabatt auf deine erste Box. Finde ich schön. Und ja, die Xiaomi Box hieß vorher Vegan Beauty Basket. Und die liebe Ina hat sich überlegt, na, wir geben ihr so ein bisschen mehr den Vibe von ihrem Lebenswerk auch ein Stück weit. Also sie malt ja auch super gerne und super schöne Sachen, die werden wir auch gleich wieder sehen. Und deswegen hat sie der Xiaomi Box dann jetzt ihre ganz persönliche eigene Note verpasst. So schaut das Logo jetzt aus und ich finde es einfach total, Achtung, Wortwitz, charmant. Ja, finde ich wirklich gut. Mag ich gerne leiden. Ich finde das toll, dass Ina da ihre Passion in den Boxen halt auch so entsprechend leben darf. Und das finde ich einfach cool. Weißt du, das spreche ich ja auch aus eigener Erfahrung, wenn man halt seinen Traum zum Beruf machen kann. Und ja, deswegen, ne, finde ich ziemlich cool. So, was wollte ich noch sagen? Wollte ich irgendwas noch sagen? Keine Ahnung. Wir schauen jetzt mal in die Box. Ich bin ein bisschen verwirrt. Genau, ein Produkt wissen wir ja schon, dass es drin enthalten ist. Das habe ich euch nämlich letztes Mal gespoilert. Das liegt hier schon neben mir. Aber das lege ich mich hier hin. Das werden wir gleich nochmal auspacken. Keine Ahnung, zeige ich euch dann nochmal, ne? So, ja, wieder einmal den Blick rein. Boah, es ist immer so unglaublich, ne? Ich mache eine Kooperation und bin hochprofessionell nicht. Okay, hier haben wir dann ein Kärtchen. Und das ist ein bisschen hochwertiger. Tatsächlich, sonst war das halt immer so die Hälfte von dem hier, ne? Und dann halt auch so ein bisschen auf einem anderen Papier. Inado Art, setze ich den Link in die Infobox, kannst du auf dem Insta-Profil mal vorbeischauen. Hier hat sie mir reingeschrieben, viel Freude mit der Box und sowas zeichnet sie halt selber. Und dann haben wir solche Kärtchen da mit drin. Ich finde es schön, die kann man auch sammeln, sich aufhängen und so, ne? Das hat immer was mit ihrer Katze auch zu tun. Und hier haben wir dann einmal den Blick in die Box bzw. die Produktkarte, da sind die Produkte aufgeführt. Wir haben 5 Produkte dieses Mal mit am Start. Oh! Ich dachte, es wird noch ein Parfum, aber nein, es ist ein Deo. Ich dachte, es wird noch... Na, ist egal. Hier haben wir eine Lidschattenpalette, die ich hier habe. Das war das, was wir uns aussuchen konnten. Und hier haben wir noch von Luceautique. Keine Ahnung, noch eine Möglichkeit, uns da einen QR-Code zu gönnen. Zyklusbasierte Hautpflege. Ach, du ahnst es nicht. Meinen die wirklich Zyklus aufgrund von... Ich habe meinen Zyklus? Ernsthaft? Witz. Okay, ja, interessant, ne? Ich meine, ja, meine Hautpflege ist zyklusbasiert. Da sehe ich halt zu, dass wenn ich meine Periode habe, dass ich dann halt entsprechend Anti-Pickel-Produkte auch habe, die ich mir dann punktuell auftrage oder ne, so eine schöne Oyster-Maske zum Beispiel von Dalton oder den Anti-Pickel-Booster von Beauty Mates, je nachdem. Und das ist klar, mache ich zyklusbasierte Pflege. Erst lache ich drüber und dann realisiere ich, dass ich das tatsächlich selber schon mache. Läuft, ja, und eine Marke hat sich dann scheinbar überlegt, liebe Frau, teile uns deinen Zyklus mit und wir stellen dir die Produkte entsprechend zusammen. Auch irgendwie eine coole Idee, ne? Okay, kommen wir aber gleich zu. Hier haben wir 4 Produkte, die in der Box zu sehen sind. Und hier habe ich das 5. Das konnten wir uns ja aussuchen. Ich habe mir die Essential Eyeshadow Palette von Grün nämlich in Sunset ausgesucht. Und wollte euch dazu eigentlich auch sogar was geschminkt haben, was ich nicht getan habe. Ich bin schlecht, Leute. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe es nicht hingekriegt. Tja, ja, ich habe mir nämlich die sehr warme Variante ausgesucht. Vielleicht schaffe ich das ja noch, euch vorher mal so einen Look zu schminken und euch ein Bild einzublenden. Mal gucken. Sehr, sehr hübsche Töne. Wirklich hübsche Töne. 2 matte, 2 schimmernde. Da kannst du easy peasy einen Look mit schminken. Hast ja auch einen hellen Schimmerton für den Inner Corner, dass sie fürs komplette Lidfalte, Verdunklung außen und unten drumherum. Ne? Hast du halt eine schnelle
Lidschattenpalette. Und ich habe jetzt einfach für mich auch herausgefunden, dass sowohl Quattros als auch diese Five in a Box von Catrice und so, dass sie doch sehr praktisch sein können, weil du dann halt einfach recht schnell was aufs Auge kriegst. Ich meine, dieser Look sieht aufregend aus, aber ich habe hier tatsächlich nur den Blush außen drumherum verwendet, dann einen Ton als Base, dann halt quasi oben drüber von Danisa Myricks so ein ne, Gedünsen. Das ist nämlich die Lightwork-Palette. Dann im Innenwinkel halt noch so ein extra Vieh und das war's. Also das sind auch nur vier Töne. Blush, Blau, Schimmer, Inner Corner. Ja, vier Töne. Weißt du Bescheid, ne? So, von daher, du kannst auch mit vier Tönen was Aufregendes schminken. Es kommt immer drauf an, wie du es halt kombinierst, ne? Dann haben wir hier mit in der Box ein Deo. Das hatte ich auch schon mal da. Da muss ich leider sagen, es hat mich nicht geschützt und dementsprechend fand ich das nicht so fancy. Das war aber nicht das Moonflower, das war eine andere Variante. Natürlich kann man sagen, ich nehme das als Bodyspray. 75 Milliliter sind hier drin, das ist eine Full-Size, ne? Aber ja, nee, also das ist leider nicht so meine Welt. Ich brauche halt schon Deos, die mich schützen und die machen, dass wenn ich halt auch so bunte Oberteile wie jetzt anhabe, dass es hier trocken ist. Ne? Weil wenn ich den Arm hochhebe und sage, fühlt euch gedrückt und ich, ne, fühle ich mich unwohl. Nee, das möchte ich nicht. Dann habe ich hier, komm, dann nehmen wir mal dieses Ding, Base Moisturizer von Luceutic. Ne? Da geht es um diesen zyklischen Pflegeeffekt. Der Base Moisturizer versorgt deine Haut mit Feuchtigkeit und hilft, Schäden durch freie Radikale zu minimieren. Er zieht schnell ein und hinterlässt ein seidiges und frisches Gefühl auf der Haut. Mit Ceramiden, Hyaluronsäure, Vitamin E, C, Schwarztee, Arganöl. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Kommt aus der Schweiz, die Marke. Und da kann man sicherlich über die Homepage sich da was zusammenstellen und so. Hier haben wir auf jeden Fall die Basispflege mit drin. Wo wir auch bei Augenprodukten sind, da musst du immer sehr, sehr vorsichtig sein. Immer vorsichtig antesten, wenn du genauso wie ich sensible Augen hast. Aber ja, hier habe ich halt ein Augengel von Joes und das würde ich halt, also von Sissy and Joe, das würde ich halt auch wieder vorsichtig versuchen zu integrieren, wenn ich das in Anwendung nehme und nicht direkt morgens und abends draufhauen, sondern erst so vorsichtig gucken, wie die Haut es verträgt, wenn es brennt, direkt runternehmen und sowas halt. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. 15 Milliliter haben wir hier drin und am besten eure Hautpflege nicht umstellen oder Hautpflegeprodukte ändern, wenn ihr kurz vor irgendeinem wichtigen Ereignis seid, von Hochzeit oder keine Ahnung, Abi-Feier oder so ein Kram, Abschlussfeier generell, weil wenn es dann schief läuft, dann sind die Fotos echt im Eimer, ne? So viel kannst du dann gar nicht dich schminken oder bearbeiten. Auf jeden Fall brauche ich halt mittlerweile eine ordentliche Pflege, also eine richtig reichhaltige Pflege. Das ist mir dann einfach leider zu dezent. Das letzte, was wir hier in der Box drin haben, ist eine Handcreme. Das passt jetzt natürlich super. Und ich weiß nicht, was die Firmen alle aktuell mit der Ringelblume haben, mit der Calendula. Die ist irgendwie gerade überall drin oder es fällt mir gerade einfach intensiver auf, weil ich mich da ja auch für meinen kleinen Sohn mit beschäftige. Intensivpflege für strapazierte Hände und das ist von Cosnature. Hier haben wir 75 Milliliter drin. Das wird auch wegen der Ringelblume eben auch eine sehr pflegende Geschichte sein. Finde ich sehr, sehr angenehm und das ist auch ein schönes Produkt, denke ich mal, ne? Ringelblume ist ein pflegender Inhaltsstoff. So, das hier war jetzt die Vegan Beauty Basket für den Jahresstart, Januar, Februar. Ich fand sie eigentlich schön so als Jahresstart. Und wie gesagt, eine Lidschattenpalette haben wir immer sehr, sehr gerne in Abo-Boxen drin enthalten. Also ich auf jeden Fall. Und ja, das war's von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.